Also, das ist der Originalkarton, wie ich den von Whitewall bekommen habe. Mit einem D-Bond 30x40 cm, ist also nicht so riesengroß in glänzend, aber war der erste Versuch. Ordentlich verpackt, die Ecken sind nochmal extra geschützt, doppelt und dreifach. Das sah sehr gut aus oder sieht sehr gut aus. Da sind übrigens, ist auch noch ein UV-Schutz dabei, aber kein Acrylglas. Kann man sich nochmal extra dazu bestellen, macht die Sache nochmal ein bisschen teurer. Aber für den ersten Versuch sollte es kleiner sein und damit auch nicht so teuer. So, und muss man mal rumdrehen, dann kann man das irgendwie ganz schön sehen. Man sieht auch die Reflexion auf der Oberfläche. Das ist die Version von Seen By, nennt sich bei Seen By D-Bond. Das ist Hersteller unterschiedlich, wie die das nennen. Letztendlich sind das alles Fotoabzüge, also Originalfotoabzüge, die auf einer Aluträgerplatte aufgebracht sind. Die Verpackung ist da ein bisschen aufwendiger, schwerer, größer, massiver, hat wohl was mit der Größe von den Abzügen zu tun. In dem Falle waren das rund 60 cm hoch und ich glaube genau 84 cm breit, sowas um den Dreh rum. Die Verpackung sieht so ein bisschen eingerissen aus, weil ich hatte das vorher schon mal auf. Das liegt also eher da dran. Wenn man mehrere bestellt, bekommt man auch mehrere in einer Kiste angeliefert. Die sind dann so gegeneinander gestellt und aber eigentlich ganz ordentlich verpackt. Also da kann man wirklich nichts sagen. Die Aufhängung ist ein bisschen anders als bei Whitewall. Da sind so Schienen hinten dran. Aber man sieht auch schon hier irgendwie, also das Printergebnis ist sehr gut, aber die Reflexionen durch den matten Abzug sind natürlich deutlich geringer. Was für die Ausstellung, also für Ausstellungsräumlichkeiten, war das wirklich eine super Entscheidung, weil ansonsten hätte man vor lauter Reflexionen kaum Bilder sehen können. Aber das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage, was man irgendwie da haben möchte. Ich war auf jeden Fall irgendwie sehr zufrieden damit. Hier ist mal so im direkten Vergleich nebeneinander, dass man das mal sehen kann. Die sind relativ dünn. Je größer das Format ist, scheint das irgendwie dicker zu werden. Oder die ist vielleicht auch die Aluplatte massiver. Und die Aufhängungen unterscheiden sich hinten auch. Schön fand ich unten diese Abstandshalter bei Whitewall. Bei Seen By hat man eben oben und unten quasi die gleichen Aluschienen. Sind auch nicht verkehrt. Also eigentlich kann man nichts dagegen sagen. Also, ich war da sehr zufrieden mit. Lässt sich wunderbar aufhängen damit. Die Oberfläche kann man eigentlich auch sehr einfach und problemlos reinigen. In dem Falle durch die Lagerung hat sich da so ein bisschen